Dieses Video hier ist jetzt mal ziemlich krass eingeschoben. Ich habe eigentlich schon für heute ein Video fertig geschnitten und ungelistet auf der Rumpelkiste liegen haben, was ich eigentlich heute veröffentlichen wollte. Und auch das Video von morgen habe ich sogar schon abgedreht. Allerdings ist gerade was passiert, was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und worüber ich einfach sprechen muss. Ich weiß nicht wirklich ganz genau, was ich sagen soll in diesem Video, aber das Thema ist einfach zu krass, um nicht einfach mal von meiner Seele zu reden, was mich da jetzt beschäftigt und was da gerade passiert ist und einfach meine Meinung zu den Geschehnissen und so weiter und so fort. Denn, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, YTitty hat offiziell ihre YouTube-Karriere beendet. Es ist jetzt ganz klar und offiziell 100% YTitty ist vorbei. Ich meine, es ist ja klar, YTitty hat schon seit mehreren Monaten auf ihrem Kanal keine Videos mehr hochgeladen. Es war schon irgendwie klar, dass da jetzt irgendwie in nächster Zeit nichts Krasses passiert oder so. Aber man hat immer so gedacht, so ja, okay, die kommen vielleicht irgendwann zurück, die arbeiten gerade an ihrem Kinofilm. Aber jetzt kam halt eben heute ein Statement-Video, beziehungsweise es kamen zwei Videos raus. Es kam ein Es ist vorbei Abschiedssong und es kam ein Real Talk-Video, wo die drei Jungs von YTitty sich einfach mal ein bisschen hingesetzt haben und ein bisschen erzählt haben, warum sie jetzt aufhören und wie die Zukunft jetzt aussieht und so weiter und so fort. Und es ist schon krass irgendwie, wenn man sich das mal anschaut, was es für ein Abschied war. Es war sehr würdevoll, muss man sagen. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht davon, wie viel Mühe die in diesen Abschied gesteckt haben, wie viel Zeit sie sich mit dem Abschied gelassen haben, um den Abschied wirklich so zu machen, dass er wirklich geil ist. Ich als YTitty-Zuschauer, sage ich jetzt einfach mal, hatte da das Gefühl, okay, die haben sich wirklich drum geschert. Es war nicht einfach so, okay, YTitty ist jetzt vorbei, ciao, sondern die haben sich wirklich Mühe gegeben, dann einen würdevollen Abschied zu gestalten. Und es ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Gerade auch das Real Talk-Video, wo sie einfach 20 Minuten lang wirklich nochmal so ein bisschen das alte Feeling hochkommen lassen, wo sie einfach ein bisschen drüber reden, was da jetzt passiert, ist schon ziemlich krass. Aber was auch ziemlich krass ist, ist, dass es jetzt einfach wirklich komplett vorbei ist. Sie haben sogar ihren Kinofilmprojekt, haben sie jetzt einfach komplett auf Hold gelassen, weil sie gesagt haben, irgendwie, ja, wir haben jetzt nicht genügend Erfahrung oder so, um den Kinofilm schon jetzt so zu realisieren, wie wir das wollen. Und man hat bisher immer gedacht, okay, YTitty machen gerade keine Videos, weil sie eben an ihrem Kinofilm arbeiten, was ja auch ihre Aussage war. Aber jetzt ist es ganz offiziell komplett vorbei und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach heftig, weil mich hat YTitty, ich glaube, nee, sagen wir mal so, YTitty hat auf YouTube irgendwie jeden beeinflusst. Die haben jeden geprägt. Die haben die YouTube-Szene vor einigen Jahren wirklich hart dominiert. Denn YTitty gibt es schon seit 10 Jahren ungefähr. Und als YouTube angefangen ist, groß zu werden, da gab es noch nicht so viele große YouTuber. Ich kann mich an drei Namen erinnern, die wirklich herausgestochen haben. Und es waren YTitty, Die Außenseiter und Cold Mirror. Das waren irgendwie so die drei YouTuber, die gerade in den Anfangszeiten wirklich die waren, die man so gefeiert hat, die man irgendwie, denen man so nachgeeifert hat, die man sich angeschaut hat. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich schon auch ziemlich krasser YTitty-Fan war, wo ich irgendwie mir die ganzen Videos angeschaut habe und mir gedacht habe, hey Mann, YouTube ist die Plattform, wo YTitty ist. So, das war einfach klar. Klar, über die Zeit hat sich die Crew natürlich ein bisschen verändert. Ich will auch auf keinen Fall sagen, dass YTitty über ihre gesamte Karriere nur gute Videos gemacht haben. Gegen Ende gerade sind sie schon nochmal ein bisschen abgedriftet, aber it happens to the best of us, sage ich mal. Es kann nicht jeder irgendwie über so viele Jahre es schaffen, sich komplett treu zu bleiben. Und es war voraussichtlich, dass es irgendwie mit dem Kanal zu Ende geht. Und seitdem der Kanal auf Hold war, seitdem die gesagt haben, hey, wir arbeiten jetzt an einem Kinofilm, wir machen jetzt nicht weiter Videos, habe ich mich immer gefragt, wie werden sie es schaffen, wieder in die YouTube-Szene zurückzufinden? Weil die YouTube-Szene bewegt sich super schnell. Es verändert sich die ganze Zeit was. Wenn du auch nur 2 Monate weg warst, kann es schon wie eine Ewigkeit einem vorkommen. Und dass sie jetzt halt wirklich so viele Monate weg waren, habe ich mich echt gefragt, Mann, wie kann man da wieder reinkommen? Und die Antwort scheint jetzt tatsächlich zu sein, man kann nicht wieder reinkommen. Wenn man einmal so lange weg war, dann ist es zu Ende. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung von den Jungs, das jetzt zu Ende zu bringen. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall sehr viel Glück für die Zukunft. Aber was ich mich jetzt halt einfach frage, ist, wie oft wird es in Zukunft noch passieren? Beziehungsweise, das ist eigentlich eine dumme Frage, weil es wird noch oft in der Zukunft passieren, dass große Kanäle einfach zugehen. Aber was ich mich frage, ist, wie lang ist die Lebensdauer von dem YouTube-Kanal?
Waititi hat jetzt 10 Jahre geschafft, das ist schon ganz schön lang, aber die Frage ist, gibt es YouTube-Kanäle, die länger leben? Mein Kanal, Felix Bahr, der große Hauptkanal, der lebt jetzt seit 6 Jahren. So in 4 Jahren sitze ich dann auch da wie Waititi und mache meinen Kanal zu Ende. Oder bin ich in 4 Jahren immer noch Feuer und Flammen für YouTube und fresh weiter nach vorne wie je zuvor? Man weiß es nicht, weil das Witzige ist, man macht sich darüber nie Gedanken. Niemand hat sich jemals darüber Gedanken gemacht. Alle haben immer so bisher gesagt, ja gut, juckt mich doch nicht, wie lange ein YouTube-Kanal lebt. YouTube gibt's gefühlt erst seit letzter Woche im Vergleich zu anderen großen Medien. Das hat noch niemand ausprobiert, wie lange ein Kanal leben kann. Ja? Wieso soll ich wissen, wann ein Kanal zu Ende geht? Und jetzt ist es ganz klar, Waititi ist nach 10 Jahren zu Ende gegangen. Die Außenseiter, ich meine, es ist eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis bei denen genau dasselbe passiert. Die sind jetzt auf ihren privaten Kanälen, so Dima ziemlich und Sascha so semi-aktiv. Und auf dem Außenseiterkanal kommt gar nichts mehr. Cold Mirror macht ja seit Ewigkeiten keine Synchros mehr, sondern nur noch ihre TV-Show, die ziemlich gut ist, muss man dazu sagen. Ich feiere die Videos von Cold Mirror immer noch. Ich glaube, von all den ursprünglichen YouTubern ist sie die, die sich am ehesten treu geblieben ist. Aber es ist schon krass, dass es einfach mit den ganzen großen alten YouTubern jetzt langsam, aber sicher zu Ende geht. Und ich bin mal gespannt, wie lange es noch bei den ganzen anderen Leuten um einen herum so dauert. So, ratet mal, wie lange ist Sammy Slimani noch aktiv? Wie lange dauert es, bis der seinen Kanal zumacht? Oder wie lange dauert es, bis Leute wie Apple War keinen Bock mehr haben? Oder wie lange dauert es, bis ich keinen Bock mehr habe? Fragen über Fragen, es ist auf jeden Fall spannend und ich wollte einfach mal kurz über das Thema geredet haben. Ich weiß, ein bisschen planlos, ich weiß, ein bisschen sinnlos, aber so soll es sein auf der Rumpelkiste, so soll Vloggen es sein. Auch mal einfach ein Laber-Video raushauen. Das Video, was heute eigentlich online kommen sollte, das kommt natürlich dann morgen online, das, was morgen online kommt. Ich schiebe das einfach alles einen Tag weiter nach hinten, da habe ich jetzt auch einen geilen Buffer für Vlogmas. Aber abschließend möchte ich einfach nochmal sagen, an Waititi, danke Jungs für alles, was ihr gemacht habt. Würdevoller Abschied, extrem nice. Ihr könnt mir ja gerne mal irgendwie eure Gedanken zu dem Thema in die Kommentare schreiben, falls ihr da Bock drauf habt, falls überhaupt noch irgendjemand bei meinem dummen Gelaber zuhört. Und dann würde ich sagen, ja, ich glaube, heute Abend komme ich nicht mehr aus dem nostalgischen Feeling heraus. Ich bin jetzt nostalgisch. Bis spätestens morgen. Also macht's gut. Bis dahin, Leute. Ciao.